Hallöchen euch allen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt es vielleicht schon so ein bisschen erkennen, zumindest hier so ein bisschen hinter mir. Heute geht es um die Wäsche. Und zwar machen wir gemeinsam eine Woche lang unsere Wäsche. Bei uns ist es eigentlich immer sehr, sehr viel. Ich glaube, diese Woche war es nicht ganz so viel, rückblickend betrachtet. Ich erzähle euch, wie ich meine Wäsche sortiere, wie ich vorgehe, was ich tue, was ich benutze, auf wie viel Grad ich alles wasche und so weiter. Ich denke also, das Video könnte allen Wäscheliebhabern sehr gut gefallen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zugucken. Das ist sozusagen Tag 1. Das alles ist dreckige Wäsche. Und es ist wieder ein bisschen mehr als sonst. Dann haben wir hier 5 volle Wäscheständer. Ihr könnt sehen, es wird immer mehr und mehr. Wir nähern uns dem, was es früher mal war. Und ich meine, ihr kennt das Spiel. Zuerst wird die Wäsche abgenommen. Anschließend wird diese hier nach Farben sortiert und dann wird gewaschen. Ja, beim Wäscheabhängen gehe ich immer auf dieselbe Art und Weise vor. Irgendwie ist das schon so drin und ich ändere es einfach nicht. Ich beginne immer mit Alex' Wäsche zuerst. Ich habe euch das ja schon ganz, ganz oft erklärt, warum ich das mache. Und zwar hat es so einen rein psychologischen Hintergrund. Denn dadurch, dass Alex' Sachen die größten sind, hat man das Gefühl, dass auch wenn man nur 3 Teile abnimmt, dass man schon total viel geschafft hat. Bei Emma müsste ich ungefähr das 20-fache abnehmen, nur um dasselbe Volumen sozusagen von den Wäscheständern wegzuhaben. Deswegen beginne ich hier in diesem Fall immer mit Alex' Sachen. Dann schwenke ich zu meinen Sachen, dann zu Max und dann zu Emma. Manches Mal wechsle ich dann auch zwischen Emmas und Max' Sachen, da kommt es halt immer ganz drauf an. Aber so gehe ich hauptsächlich vor. Und ganz, ganz zum Schluss hänge ich dann immer die Sachen ab, die aufgehangen werden müssen im Kleiderschrank. Zum Beispiel meine ganzen Pullover. Das ist so ziemlich mit das Einzige, was bei mir aufgehangen wird. Bei Alex sind Hemden das Einzige, was hängt. Den Rest, den kann ich dann falten, weil der dann wirklich in Schubladen kommt oder in Regale und nicht aufgehangen wird. Dasselbe ist dann bei den Kindern. Zwischendurch seht ihr mich dann auch immer die Unterwäsche abnehmen, die Socken, die Strumpfhosen und so weiter. Da habe ich dann halt immer so mein ganz bestimmtes Vorgehen. Wahrscheinlich kennt ihr das auch. Wir alle haben ja so unsere Abläufe, die wir immer wieder machen. Und das ist dann so drinne und man ändert es einfach nicht ab, weil es ganz gut klappt. Und so sieht es bei mir halt auch aus. Ich werde euch hier im gesamten Video über immer wieder was Neues zeigen und immer wieder was Neues erzählen, beziehungsweise immer wieder zu einem neuen Punkt was sagen. Einfach nur, damit das so ein bisschen spannender bleibt und ihr nicht immer nur dasselbe seht, auch wenn ich tatsächlich immer nur dasselbe mache. Und auch wenn dieser Hauswirtschaftsraum vergleichsweise groß ist zu anderen Hauswirtschaftsräumen, ist es doch so, dass er ziemlich, ziemlich eng ist. Das heißt, ich kann diese ganzen Wäscheständer dort nicht einfach so stehen lassen. Ich muss sie unbedingt wegräumen, damit ich dann nämlich zum nächsten Schritt komme. Und das ist die Vorsortierung der Wäsche. Wer meine Videos lang genug verfolgt, wird wissen, ich sortiere meine Wäsche liebend gern nach Farben. Das ist einfach so drinne und das mache ich auch weiterhin. Ich weiß, viele von euch sagen immer wieder, ich soll die Wäsche einfach zusammenwaschen und die bunte Wäsche kann zusammengewaschen werden und das ist nicht das Problem. Was man da vielleicht vergisst ist, ihr seht ja diese Wäscheberge. Ich habe kein Problem damit, diese Wäsche anzuhäufen. Ich kann jederzeit blaue Wäsche waschen, ich kann jederzeit graue Wäsche waschen. Ich muss dafür nicht unbedingt sammeln. Das tue ich ja hier in dem Fall auch nicht. Ihr seht ja, ich kann auch immer nur eine bestimmte Anzahl an Wäscheständern gleichzeitig trocknen. Das Höchste, was halt wirklich bei uns in den Hauswirtschaftsraum hineinpasst, sind 5 Wäscheständer. Und wenn diese anfangen zu trocknen, müssen sie mindestens 2 Tage, zumindest im Winter. Im Sommer sind es manchmal nur ein paar Stunden, aber im Winter sind es 2 Tage, die sie dann trocknen müssen. Und erst dann kann ich sie abnehmen. Das heißt, in diesen 2 Tagen sammelt sich wieder genug Wäsche an, sodass ich problemlos wieder eine Farbe stellen kann. Es ist also nicht so, dass ich Schwierigkeiten habe, Wäsche anzuhäufen oder anzusammeln und deshalb sozusagen es gebündelt waschen kann. Das ist bei mir nicht das Problem. Deswegen sieht es vielleicht bei mir etwas anders aus als bei euch. Und ihr könnt das Ganze sozusagen im Mix waschen, weil es vielleicht nicht ganz so viel Wäsche ist. Bei mir ist es, wie gesagt, nicht ganz so schlimm. Und ihr seht ja, wie ich da vorgehe. Ich habe immer so ein paar Farbhäufchen sozusagen. Die rote Wäsche wird dann mit den orangefarbigen und lilafarbigen Sachen zusammengewaschen. Die blaue mit den grünen. Also so ein bisschen Farbe mixe ich schon, aber nicht allzu viel. Anschließend kommt das Ganze dann in gelbe Säcke. Ich weiß, für viele von euch ist das absolut nicht vorstellbar, dass ich das mache und ihr versteht den Hintergrund nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Bloß ich mag es nicht, diese ganze Wäsche lose darum liegen zu haben. Und ich will auch keine 5 Wäschekörbe dort stehen haben, in denen ich das Ganze ansammle. Deswegen klappt das momentan noch am besten für mich. Wenn wir irgendwann ein anderes System haben, sieht es vielleicht anders aus.
Und wenn ich sehr viel Wäsche von einer Farbe habe, dann sortiere ich diese nochmal nach der Beschaffenheit. Sprich, dann wasche ich die dickeren Stoffe zuerst. Ihr habt es ja hier bei der blauen Wäsche gesehen. Da bin ich dann nochmal nur an die Jeans und an die dickeren Stoffe rangegangen, habe diese separat gewaschen. Und im zweiten Waschgang kamen dann die dünneren Sachen dazu und Unterwäsche und Socken und so weiter. Und nach Tag 1, nach zweimal blauer Wäsche oder dreimal blauer Wäsche, ich glaube, es waren zwei Ladungen, ging es dann am zweiten Tag weiter. Normalerweise hätte ich hier nämlich schon eine Pause, wenn ich 5 Wäscheständer voll hätte. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Und deswegen habe ich direkt am zweiten Tag losgelegt. Hier seht ihr es. Ich wasche die Wäsche bei der Einstellung Mix bei 40 Grad und 1200 Umdrehungen. Hier ging es dann der schwarzen Wäsche an den Kragen. An dem Tag hatte ich, ich glaube, 2 Ladungen schwarze Wäsche und 1 Ladung graue Wäsche. Meine Wäschevideos sind ja schon so ziemlich beliebt bei vielen von euch, weil die halt meistens sehr, sehr groß ausfallen. Deswegen bekomme ich auch häufiger mal Fragen dazu. Unter anderem zu den Produkten, die ich hier benutze. Es ist nicht ganz so viel, wenn ich ehrlich sein soll. Ich benutze immer das Ariel Waschpulver. Das, was ihr hier seht, ist für die weiße Wäsche. Und hier nebendran ist für die Buntwäsche, also für alles, was Farbe hat, das Persil-Waschpulver. Gefällt mir absolut nicht. Wenn ich ganz, ganz ehrlich sein soll, war das der größte Fehlkauf überhaupt. Aber es musste schnell gehen und ich brauchte unbedingt ein Waschpulver für bunte Wäsche. Und deswegen habe ich den mitgenommen. Glaubt mir eins, es riecht ganz, ganz anders als das von Ariel. Den Unterschied, den wird man sofort merken. Ich finde, die ganze Wäsche riecht einfach nicht mehr gut. Ich bin so mein eigenes Waschpulver gewohnt, dass ich das hier absolut nicht mehr leiden kann. Das ist auch das Einzige, was ich benutze. Ich habe für zum Beispiel schwarze Wäsche zwischendurch mal so ein flüssiges Waschpulver ausprobiert, so ein flüssiges Waschmittel. Das tue ich inzwischen nicht mehr. Ich fand, das war total die Verschwendung von diesem Waschmittel. Ich wusste nie, wie viel ich davon reinmachen soll. Ich fand, es war zu wenig von der Dosierung her, die dort angegeben war. Es war also so ein bisschen schwieriger, das Ganze zu gestalten. Mit diesem Waschpulver hier, allerdings von Ariel, das ist ganz wichtig, geht alles super raus und es greift die Farbe nicht an. Ich finde es super klasse. Dann etwas, was ich normalerweise ebenfalls nicht benutze. Ihr wisst ja, wie es immer so ist, ne? Immer wenn man anfängt, Videos zu drehen, dann stellt sich heraus, dass man das nicht hat und dies nicht hat. Wir haben hier einmal von der Lidl-Eigenmarke ein Weichspüler. Und zwar ist dieser hier in Blau. Wer meine Videos kennt, ich benutze immer den weißen, den Sensitiv. Den gibt es aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr bei Lidl. Und ich muss sagen, dieser hier stört mich nicht. Allerdings, und das ist etwas, womit ich so das größte Problem habe, hauptsächlich Emmas Haut, aber auch meine, sind anfällig auf bestimmte Dinge. Und Weichspüler sind immer so eine Sache, wenn ich die wechsle und mal was Neues ausprobiere, schlägt sofort unsere Haut aus und wir kriegen überall so Pickelchen am ganzen Körper. Bei Emma ist es noch extremer. Deswegen wechsle ich normalerweise nie von meinem Sensitiv weg. Wenn es das nicht gibt, dann wasche ich meistens ohne irgendwas, denn die anderen, wie gesagt, es ist immer ein bisschen komplizierter. Diesen haben wir jetzt geholt, weil ich seit Ewigkeiten ohne Weichspüler wasche und wer von euch ohne Weichspüler wäscht, der wird den Unterschied kennen zwischen den Leuten, die mitwaschen. Ich wollte den jetzt unbedingt mal testen. Ihr seht ja auch hier oben, es gab auch schon Nachfüllpacks, denn ich wasche sehr, sehr häufig. Das heißt, ich gehe auch schnell durch diese Packungen. Wir haben uns jetzt welche in diesem Blau geholt. Meine Haut hat so ein bisschen ausgeschlagen. Ich weiß allerdings nicht, ob das am Waschpulver hier, an diesem Persil lag oder am Weichspüler. Da Emmas Haut so gar keine Ausschläge hatte, habe ich gedacht, ich belasse es jetzt dabei, dass wir diesen blauen weiterhin benutzen, bis der Sensitiv wieder zu Lidl kommt. Dann wird definitiv wieder gewechselt. Dann habe ich noch etwas, was ich benutze, so ein Fleckenentferner-Spray von Sie. Ich will ehrlich zu euch sein, keine Ahnung, ob das so viel bringt. Ich bin der Meinung, es müsste eigentlich länger einwirken als das, wie ich es tue. Vielleicht verfehlt er deshalb so seine Wirkung, denn nicht alles lässt sich damit entfernen, was wirklich schade ist. Denn ich finde halt, ansonsten könnte ich auch so einen günstigen von Rossmann oder so holen. Denn der Sil ist schon etwas teurer als jetzt eine Rossmann-Eigenmarke. Ist jetzt also nicht die größte Empfehlung, aber wenn ich Flecken habe, benutze ich trotzdem immer irgendwas gegen Flecken. Ebenfalls eine Sache, die ich mit in die weiße Wäsche tue, ist das hier.
Und zwar ist das so ein Chlormittel. Und das packe ich wirklich nur zur weißen Wäsche dazu. Und ich benutze immer nur ganz, 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 ganz wenig. Denn das Zeug riecht sehr, sehr stark nach Chlor. Das heißt, wenn ich etwas mehr rein tue mit in die Wäsche, dann riecht die ganze Wäsche nach Chlor. Und das ist absolut nicht meins. Das kann auch kein Waschpulver in der Welt übertönen. Ansonsten habe ich hier Vanish und sowas alles. Das sind alles Sachen, die hatte ich zwischendurch mal zu Hause. Allerdings ist das halt echt so eine Sache. So eine Vanish-Packung kostete früher 5 Euro. Ich glaube, die kosten inzwischen sogar mehr. Ja, es hat seinen Job erledigt. Hat es seinen Job besser getan als andere? Ich hatte jetzt nicht den Eindruck. Ich habe das Gefühl, es hat halt nur das getan, was es tun sollte. Tun andere Waschpulver auch. Und dementsprechend lasse ich es inzwischen komplett sein. Dann habe ich hier auch noch so einen Fleckenentferner von Arche. Der ist mit Farbschutz. Auch den hier habe ich zwischendurch immer mal wieder benutzt. Ich habe das Gefühl, dass all diese Fleckenentfernermittel nicht so wirklich toll sind. Oder man muss sie sehr, sehr lange Zeit im Vorfeld einweichen lassen. Ich habe diese Zeit meistens nicht. Bei mir muss es schnell gehen. Deswegen verfehlt das alles so seine Wirkung. Ich habe allerdings vor kurzem eine Instagrammerin gesehen. Ich bin der Meinung, die war bei Instagram. Die gezeigt hat, dass man das Ganze auch mit Natron super klasse hinkriegt. Und das will ich mal in nächster Zeit ausprobieren. Denn Natron habe ich immer zu Hause. Und das war es dann eigentlich auch schon, so an Waschmitteln. Das Einzige, was ich euch ebenfalls zeigen wollte, sind so kleine Wäschesäcke. Hier haben wir die in klein, ich habe die auch in groß, ich habe die in verschiedenen Größen. Und ich habe auch einige davon, also nicht immer nur eins, sondern mehrere. Und dann habe ich hier auch noch so Wäschesäcke extra speziell für BHs. Die benutze ich wirklich jedes Mal, damit die BHs nicht verformen. Ich finde, das ist immer super klasse und kostet, glaube ich, bei Aldi 5 Euro für 2 Stück oder so. Vor allen Dingen, ich wasche meine Unterwäsche nie gesondert. Also ich packe die dann mit in die Wäsche rein. Und wenn ich dann Sachen so mit Spitze habe, dann leiern die natürlich sehr schnell aus oder fangen hier mal einen Faden ein oder da. Das ist halt schade. Und deswegen packe ich die dann einfach in so einen Wäschesack, packe es mit in die Wäsche und innerhalb von 2 Sekunden ist das Teil trocken und ich kann es dann in der nächsten Wäsche wieder mitverwenden. Ansonsten sowas wie Wäscheklammern oder sowas benutze ich wirklich ganz, ganz selten. Das einzige Mal, wo ich dann wirklich so Wäscheklammern benutze, sind dann für Alex Hemden, damit sie nicht runterfallen. Ansonsten würde ich sagen, wir machen jetzt weiter. Und hier hatte ich die Bettwäsche abgemacht und natürlich wollte ich sie gleich durchwaschen. Das macht einfach am meisten Sinn. Diese wasche ich übrigens auch nach Farben, aber ich glaube, das machen viele von uns. Ich gebe hier genauso viel Waschpulver und Weichspüler hinzu. Dazu habt ihr mich ja jetzt gerade schon reden gehört. Und das lasse ich allerdings ebenfalls bei Mix, manchmal auch bei Kochwäsche, bei 60 Grad und 1200 Umdrehungen laufen. Und wenn diese Wäsche dann fertig ist, das war jetzt, ich glaube, 5 Stunden später oder so, ich habe die zwischendurch total vergessen, dann packe ich die nochmal in den Trockner rüber. Und lasse das Ganze bei Schrank trocken, glaube ich. Ich zeige euch das dann am Ende nochmal. Lasse ich die nochmal durchlaufen. Das ist dann, ich glaube, Tag 4, wenn mich nicht alles täuscht. Hier hatte ich 5 oder 6 Ladungen schon durchlaufen und halt auch die Bettwäsche, die ihr dort seht. Es war einiges und das musste natürlich wieder abgehangen werden. Es musste also wieder so ein bisschen Zeit vergehen, damit die ganze Wäsche durchtrocknen kann. Das ist ja das, was ich euch am Anfang gesagt habe, dass es wirklich notwendig ist, dass meine Wäsche da durchtrocknet. Ansonsten kann ich sie im Vorfeld nicht abnehmen, denn die Wäsche darf kein bisschen Feuchtigkeit beinhalten. Ansonsten schimmelt die im Schrank bzw. riecht auch gar nicht gut. Dann werden wieder die ganzen Wäscheständer zusammengelegt. Und dann mache ich mich wieder an das Sortieren der dreckigen Wäsche. Auch hier wieder genau dieselbe Vorgehensweise. Die Handtücher auf die eine Seite. Dort oben hatte ich bereits die weiße Wäsche vor einer halben Ewigkeit vorsortiert. Also nicht die weiße Wäsche, sondern die weißen Handtücher und sowas alles. Die wasche ich ja ebenfalls separat. Und dann habe ich immer versucht, so ein bisschen ja im Vorfeld schon vorzusortieren. Hier seht ihr es auch nochmal. Ich hatte zwischendrin ja schon die schwarze Wäsche die Tage gewaschen und auch die graue. Von der hatte ich also nicht mehr ganz so viel. Ich habe sie nur noch in die gelben Säcke gepackt und dann gleich in den Wäschekorb da vorne, weil ich wusste, dass ich diese in den nächsten 2, 3 Waschladungen, vielleicht auch in der nächsten Woche generell nicht waschen werde, weil ich die anderen Farben zuerst waschen wollte. Wie hier zum Beispiel Rot. Die hatte ich ja beim ersten und zweiten Tag nicht. Und hier gehe ich auch wieder genauso vor. Weichspüler, Waschpulver. Das ist übrigens eine LG. Ich habe die euch, glaube ich, in der Infobox mal verlinkt. Und da nehme ich immer das Mixprogramm. Auch wieder bei 40 Grad, 1200 Umdrehungen. Eigentlich wasche ich alles bei 1200 Umdrehungen und 40 Grad. Außer die Handtücher und Bettwäsche und sowas. Und halt auch Alex Sportklamotten. Die werdet ihr im Nachhinein auch nochmal sehen. Die wasche ich dann bei 60 Grad. Aber die 1200 Umdrehungen bleiben meistens.
Es sei denn, das ist weiße Wäsche. Die weiße Wäsche mache ich dann, lasse ich immer über das Kochprogramm laufen, aber trotzdem bei 60 Grad. Ja, und hier seht ihr es, ich nehme eine Ladung raus und dann kommt direkt die nächste Ladung rein. Das ist einfach am einfachsten und man vergeudet nicht allzu viel Zeit. Denn hätte ich jetzt die Wäsche erst aufgehangen und hätte dann im Nachhinein die Bettwäsche reingetan, ich hätte einfach Zeit vergeudet. Und das mag ich einfach nicht, denn man will natürlich die Zeit sinnvoll nutzen. Dann hänge ich da die rote Wäsche nochmal auf. Und dazu wollte ich euch auch nochmal was sagen. Ihr seht vielleicht, ich hänge die ganzen Pullover, T-Shirts und sowas an die längere Leine. Und an die Seitenteile hänge ich auf die eine Seite die ganze Unterwäsche und auf die andere Seite kommen dann die Socken. Und bei den Socken sortiere ich die schon immer im Vorfeld vor. Also sprich, wenn ich sie aus der Waschmaschine hole, suche ich immer die gleichen Paare raus und hänge sie zusammen auf, wie ihr hier richtig gut sehen könnt. Das erleichtert mir die Arbeit im Nachhinein so ungemein. Das ist wirklich unglaublich, wie viel Arbeit man sich dadurch spart. Der erste Wäscheständer ist immer total schnell voll und dann geht es auch direkt schon zum zweiten. Dann warte ich, bis die nächste Wäscheladung fertig ist. Und das ist der Vorteil beim Trockner. Wenn man nämlich den Trockner anstellt, wird es so heiß in diesem Hauswirtschaftsraum, dass die Wäsche viel schneller trocknet, die gerade auf den Wäscheständern hängt. Das heißt, ich gehe wirklich immer liebend gern so vor, dass ich dann, wenn ich ja die Ladung Wäsche erledigt habe, die ich erledigen wollte, dass ich dann immer nochmal Bettwäsche oder Handtücher mit hineingebe, damit diese dann anschließend die andere Wäsche schneller durchtrocknen lassen sozusagen. Und hier seht ihr es, ich hatte Handtücher und die wasche ich bei dem Hygieneprogramm bei 60 Grad und 1200 Umdrehungen. Hier kommt es immer drauf an, ich mag es einfach lieber, die Bettwäsche trotzdem beim Mixprogramm laufen zu lassen, aber Handtücher, weil man natürlich die Handtücher ständig im nassen Zustand hat, bei denen nehme ich liebend gern das Hygieneprogramm. Und hier seht ihr nochmal den Trockner. Ich gehe dort auf Schranktrocken Plus, glaube ich, ist es. Das ist mit die höchste Stufe. Ganz ehrlich, bei uns ist es egal, welche Stufe ihr nehmt. Die Wäsche wird definitiv einlaufen. Deswegen ist das Einzige, was ich in den Trockner packe, immer nur die Bettwäsche und die Handtücher. Alles andere wird auf der Wäscheleine getrocknet. Ja, und das war dann schon, oh, ich weiß gar nicht, welcher Tag das war. Also auf jeden Fall ein Tag danach, vielleicht sogar schon zwei. Da hatte ich ein bisschen was an dreckiger Wäsche. Und dadurch, dass ich nicht ganz so viele Wäscheständer hatte wie sonst die ganzen Tage, habe ich mir die Mühe gemacht und das Ganze nochmal sortiert. Wäre hier gar nicht nötig gewesen, weil es wirklich nicht viel Wäsche war. Ich mag es einfach nicht, meine Zeit zu vergeuden und dann diese, auch wenn es nur 20 Minuten sind, damit zu verschwenden. Wenn ich weiß, ich muss es einen Tag später sowieso machen, dann kann ich die auch gleich mitmachen. Ja, und ihr seht es, die rote Wäsche da im Hintergrund, die da schon hängt. Und dann ging es wieder an die blaue Wäsche. Blau hatten wir ja erst vor kurzem, aber blaue Wäsche könnte ich Minimum dreimal die Woche waschen. Genauso sieht es eigentlich mit der grauen Wäsche aus. Und hier wurden endlich Alex Sportsachen durchgewaschen. Glaubt mir, der Hauswirtschaftsraum war danach viel, viel sauberer. Es ist wirklich unglaublich, aber das macht echt einiges aus. So, eine Woche von der Wäsche ist jetzt rum. Ihr könnt ja sehen, dass wir hier noch was hängen haben. Das werden wir definitiv nochmal abhängen, bevor das Video sozusagen endet. Ich habe hier nicht mehr ganz so viel dreckige Wäsche, habe aber zwischendurch immer mal wieder noch so Jacken und sowas gewaschen. Ich habe sie einfach nachts zwischendurch reingeschmissen, weil der Waschgang nicht ganz so lang ging. Und ja, hier wartet aber inzwischen schon die dreckige Wäsche für den nächsten Tag. Ich wollte bloß so einen kleinen Abschluss finden. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Wäsche abnehmen, zeige euch dann noch, wie viel hier sozusagen übergeblieben ist. Und dann war es das auch schon mit diesem Video. Ihr habt also nicht mehr ganz so viel. Hier wollte ich euch eigentlich gar nichts Bestimmtes zusagen. Ihr seht mich wieder genau dasselbe tun wie sonst auch. Bloß, dass ihr vielleicht merkt, ich hatte hier inzwischen schon gar nicht mehr so viel Wäsche. Denn Alex Sportkleidung, ganz ehrlich, hatte ich keine Lust mehr aufzuhängen. Ich habe sie also in den Trockner gelegt. Ich habe mir gedacht, mal wenn sie auch einläuft, ist es nicht ganz so schlimm. Er zieht sie ja nur zu Hause zum Fahrradfahren hier im Haus an oder auf den Stepper. Und ja, das hat die Sache natürlich stark vereinfacht. Ich habe die Wäsche also anschließend nur noch abgenommen. Es wurde nicht nochmal neu sortiert, denn das war dann sozusagen ja nicht mehr in diesem Tag inbegriffen. Ihr seht also wirklich nur die Wäsche von einer Woche.
So, das ist der finale Zustand nach einer Woche. Wie gesagt, wir haben inzwischen jetzt schon, ich glaube, den 9. Tag. Ich habe aber 2 Tage lang keine Wäsche hier runtergebracht. Oder halt neu gewaschen, abgehangen, wie auch immer. Das hier ist noch die dreckige Wäsche. Hier sind die weißen Handtücher drin. Die hatte ich ja noch, ich weiß nicht, seit einer Woche oder so sind sie hier. Hier sind die ganzen Jacken in rosa. Die muss ich noch durchwaschen. Und das hier ist die dreckige Wäsche von den letzten, was, 2 Tagen, die wir nicht gewaschen haben. Hier haben wir schon die geordnete Wäsche. Das muss ich definitiv wegpacken. Und dann haben wir hier nur noch die Wäscheständer. Und da ist alles frei. Und hier vorne haben wir jetzt noch die ganze dreckige Wäsche von den letzten 2 Tagen, die wir extra nicht hier reingebracht haben, damit ihr einen richtigen Überblick bekommt. So ihr Lieben, das war's mit dem heutigen Video. Ihr habt jetzt alles gesehen. Wir hatten mal wieder eine Woche lang die Wäsche. Ihr konntet sehen, wie unterschiedlich ich die einzelnen Sachen wasche. Hoffentlich. Ich weiß nicht mehr genau, was ich alles gefilmt habe und was nicht. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Solltet ihr doch noch einige Fragen haben, könnt ihr sie gerne unten in den Kommentaren hinterlassen und ich versuche alle zu beantworten. Wenn nicht direkt unter den Kommentaren, dann definitiv in dem nächsten Video, dass ich die mit einbaue. Und ich wollte nochmal allgemein zu diesem Raum hier, in dem wir uns befinden, was sagen. Denn das ist der Hauswirtschaftsraum. Wie ihr momentan sehen könnt, haben wir ja wirklich nur diese 2 Schränke überhalb des Trockners und der Waschmaschine. Mehr haben wir hier nicht. Das große Problem an diesem Zimmer ist nämlich dieser Boiler hier vorne. Der ist tierisch nervig. Ich muss auch gestehen, ich wusste im Vorfeld nicht, dass die den Boiler hier so hinstellen. Total unvorteilhaft. Der verdeckt ganz, ganz viel vom Fenster. Ich hätte es ehrlich gesagt ganz anders hier geplant. Denn so nimmt das Teil hier echt einiges am Platz weg. Und ich kann keine Möbel auf dieser Wandseite hinstellen, denn ansonsten habe ich gar keinen Platz mehr zum Wäschetrocknen. Und ihr merkt ja, zwischendurch habe ich wirklich 5 Wäscheständer. Natürlich ist es nicht notwendig, aber ich würde hier trotzdem gerne noch so 3 reinbekommen. Alex und ich haben jetzt nach einem System geguckt und haben auch wirklich was gefunden, bei dem wir sagen, könnte funktionieren für unsere Bedürfnisse. Das heißt, wir müssen mal sehen, wann wir dazu kommen, das Ganze in die Tat umzusetzen. Denn, und das sage ich auch immer, ich verstehe, dass das bei Instagram immer so schnell geht. Die Leute klicken und dann sind wir in einem hübschen Zimmer. In der Realität läuft das ja natürlich nicht so. Das werdet ihr wahrscheinlich auch wissen. Es ist halt schon so, dass wir hier echt einige Projekte hatten, die ich vorher erledigt wissen wollte, bevor ich mich überhaupt mit den Gedanken hier um diesen Hauswirtschaftsraum hier kümmere. Aber wie gesagt, ich bin dran. Ich vergesse es nicht. Ich weiß, dass da irgendwas kommen wird. Ich bin gespannt, was. Falls ihr so Sachen habt wie, man braucht die Wäsche nicht getrennt waschen, ich weiß. Das ist eine Frage, auf die ich nicht mehr eingehen werde. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich handhabe es so, wie ich es gelernt habe und wie ich es für mich für richtig halte. Ihr müsst definitiv nichts von dem, was ich euch hier zeige, genau so machen. Jeder hat seine eigene Methode, mit den Dingen umzugehen oder die Sachen anzupacken. Solange eure Wäsche letzten Endes sauber ist, ist alles top. Ich glaube, das ist das einzige Ziel, was wir alle erreichen wollen. Okay, ihr Lieben, ich will euch nicht mehr abhalten. Ich bedanke mich ganz, ganz doll, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!